In diesem Video stelle ich euch alle kosmetischen Gegenstände vor in Rettet die Welt, die ihr euch kostenlos erspielen könnt. Für die Leute, die das noch nicht wussten, es gibt kostenlose Spitzhacken in Rettet die Welt. Ich glaube 6 Stück ungefähr, beziehungsweise vielleicht 4. Und die 2 anderen, die sind mit den exklusiven Skins, die es in Rettet die Welt mal gab. Also es gab tatsächlich auch Rettet die Welt Skins. Die hat man bis Season 10 bekommen, also für die ganzen Gründer, die sich Rettet die Welt früher für 40 bzw. 60 Euro geholt haben. Und es gibt noch Musikstücke in Rettet die Welt und exklusive Banner und Ladebildschirme. Und all diese kosmetischen, kostenlosen Gegenstände stelle ich euch in diesem Video vor. Fangen wir an mit den Skins, und zwar gibt es die jetzt leider nicht mehr zu erspielen, die gab es nur für die Gründer. Und zwar ist das einmal der Kriegsbemalungsskin, und zwar seht ihr hier, wie der aussieht. Ist so ein bisschen gemustert, erinnert so ein bisschen an so einen PlayStation-Skin. Ich dachte tatsächlich früher, dass es ein PlayStation-Skin ist, weil der so blau ist und das war immer so typisch dafür. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus mit der Maske. Und dann gibt es einmal noch die rosige Anführerin, die wurde auch in Season 3 eingeführt und die gab es mit Rettet die Welt kostenlos. Sieht eigentlich ganz nice aus. Dazu gab es natürlich auch die passenden Backblinks. Und zwar seht ihr hier einmal diesen Backbling-Geplängel. Und zwar war das bei der rosigen Anführerin das Backbling. Ihr seht hier hinten so ein bisschen Munition, ist so lila, ein Telefon dran, so eine kleine Notfallstation, würde ich so sagen. Und dann einmal dieses Backbling. Verfolgung ist von diesem Kriegsbemalungsskin. Sieht auch wirklich sehr cool aus, kann man auch gut spielen. Sieht wirklich sehr nice aus, hier so mit Patronen dran. Dann gab es kostenlose Spitzhacken, beziehungsweise es gibt immer noch kostenlose Spitzhacken in Rettet die Welt zu erspielen. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal die Spitzhacken und danach zeige ich euch, wie ihr diese Spitzhacken erspielen könnt. Und zwar gibt es erstmal den Holzkumpel, der wurde hier in Season X eingeführt, also die ganzen Spitzhacken wurden in Season 10 hinzugefügt in Rettet die Welt. Und zwar das ist die allererste Spitzhacke, die sollten die meisten schon haben, weil wenn man sich Rettet die Welt holt, dann hat man halt diese Spitzhacke. Dann bekommt man schlichter Schläger, erinnert so ein bisschen an die No-Skin-Spitzhacke, also ihr seht hier die No-Skin-Spitzhacke, sieht so ein bisschen ähnlich aus. Danach kommt einmal diese Spitzhacke, und zwar die Tech-Hacke, die sieht auf jeden Fall schon mal etwas besser aus, obwohl ich muss sagen, ich finde das Design eigentlich auch ganz lustig und ganz nice. Und hier haben wir diese High-Tech-Hacke, beziehungsweise diese Tech-Hacke, sieht so ein bisschen neuer aus, ist dann halt auf Level 3. Danach kommt diese Spitzhacke hier, also die sieht auf jeden Fall schon mal etwas cool aus, mit diesem Schwarz-Gelb, sieht eigentlich ganz nice aus. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wann diese Spitzhacke reinkam. Diese Spitzhacke ist fast genauso angemalt wie der Kriegsbemalungsskin, deswegen schätze ich mal, dass es vom Skin ist. Und von der rosigen Anführerin gibt es auch noch eine Spitzhacke. Und zwar seht ihr hier einmal diese Spitzhacke, Rosenschimmer, die ist von der rosigen Anführerin. Die ist auch genauso angemalt wie die rosige Anführerin. Und dann gab es noch 2 Gleiter, die kann ich euch hier nicht zeigen. Die müsste ich euch im Battle Royale zeigen. Die sind nicht wirklich besonders, das sind so Regenschirme. Der eine Regenschirm ist so braun camouflagemäßig und der andere ist so pink camouflagemäßig. Sieht auch ganz nice aus, aber nichts Besonderes, würde ich sagen. Aber schon etwas seltener tatsächlich. Und jetzt zeige ich euch die letzte Spitzhacke, die ihr euch erspielen könnt, in denen Rettet die Welt wirklich viel gespielt habt. Und zwar bekommt ihr dann die Presslufthacke. Die sieht wirklich sehr cool aus. Die hat hinten so Raketenantriebe. Sieht wirklich sehr nice aus. Ist auch meine Lieblingsspitzhacke von den Rettet die Welt Spitzhacken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche eure Lieblingsspitzhacke ist von den Rettet die Welt Spitzhacken. Würde mich interessieren. Ich glaube, viele mögen auch diese Spitzhacke hier. Dann gab es tatsächlich nochmal ein Emote, beziehungsweise ein Spray in Rettet die Welt. Und zwar einmal hier dieser Ponyritt-Emote. Den haben alle Rettet die Welt Spieler bekommen in Season 10. Und die ganzen Season 3 Spieler, die haben dann diese OG-Variante bekommen, beziehungsweise diese neue Variante, die für die OGs dann da war. Und dann gab es einmal noch ein Spray. Laborexperte könnt ihr tatsächlich jetzt immer noch erspielen und dafür müsst ihr wirklich einfach nur die Gruften spielen. Und zwar bekommt ihr das, wenn ihr das Labor in einer 140er Mission abschließt. Wenn ihr jetzt noch nicht Level 140 seid, aber unbedingt dieses Laborexperte Spray haben wollt, dann fragt vielleicht einen Freund, der euch carryen kann, oder vielleicht einen YouTuber, der streamt. Vielleicht helfen die euch so ein bisschen dabei. Weil nicht jeder hat halt Zugang zur 140er Mission und das ist natürlich auch verständlich. Was natürlich noch gab, sind Banner. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Banner. Ich zeige euch jetzt ungefähr, welche Banner es gibt. Ich werde euch jetzt nicht alle zeigen. Ich glaube, Banner sind relativ uninteressant. Also es gibt wirklich coole Banner, wie zum Beispiel das Frostnite-Ladebanner. Das ist wirklich besonders. Ich glaube, man musste dafür bei Level 140 Welle 20 erreichen, wenn ich mich nicht irre. Dann hat man das bekommen. Also es schafft wirklich auch nicht jeder. Aber ist jetzt auch leichter geworden auf jeden Fall. Das ist von Frostnite. Das ist auch von Frostnite von Woche 3, glaube ich. Bin mir nicht ganz so sicher. Das hier ist auch von Frostnite. Das ist von den Kriegsspielen. Es gibt hier wirklich viele Sachen. Das ist auch von Rettet die Welt. Das hier auch. Bei den Sachen bin ich mir nicht ganz so sicher. Und bei der Pizza bin ich mir auch nicht sicher. Aber das ist von Frostnite. Das ist von den Gruften. Das ist von den Kriegsspielen. Die 2 sind auch von den Gruften. Die 3 hier. Und das hier mit der Pflanze sieht auch wirklich sehr cool aus. Ist auch von den Gruften. Das ist tatsächlich auch bei einer Frostnite-Woche.
Also das ist auch Frostknight, sieht cool aus mit dem Lebkuchen. Also ihr seht, es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Banner von verschiedenen Events und es gibt auch sehr viele Banner, die ich noch selber nicht habe. Von den ganzen Herausforderungen, da gibt es sowas wie errichtete Gebäude und sowas. Da braucht man, glaube ich, 500.000 errichtete Gebäude in Fortnite, also 500 Builds, dann bekommt man das Ganze erst. Oder man muss zum Beispiel Rette die überlebende Mission spielen und sowas. Also ihr seht hier diese ganzen Banner, die habe ich selber noch nicht. Die sind wirklich sehr, sehr krass. Also wenn ihr jemanden seht mit so einem Banner, dann wisst ihr, er hat sehr viel Rette die Welt gespielt. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen, und zwar einmal die Ladebildschirme in Rette die Welt. Das sind die ganzen Ladebildschirme, die ihr in Rette die Welt erspielen könnt. Und zwar gibt es hier einmal den Frostnet-Ladebildschirm. Das ist wirklich mein Lieblingsladebildschirm von Rette die Welt. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Ladebildschirm. Mit der Schneeregion und dem Heizofen sieht das wirklich sehr, sehr nice aus. Also einer meiner Lieblingsladebildschirme auf jeden Fall in Gesamt-Fortnite und auch in Rette die Welt. Dann gibt es das einmal von den Gruften. Und zwar seht ihr hier einmal so einen Grufteneingang. Da kann man so einen Schlüssel reinstecken. Also ganz normaler Grufteneingang, wie die Treppen hier runtergehen. Sieht auch wirklich so ein bisschen mysteriös und gruselig aus. Fühle ich auf jeden Fall. Dann seht ihr hier einmal dieses Banner. Ich glaube, beim Straße zum Sommer-Event konnte man sich das Ganze erspielen. Aber der Skin ist relativ neu. Also der Ladebildschirm ist auch nicht ganz so alt. Beziehungsweise, was heißt neu? Also diese Teddy-Beauftragte ist jetzt, glaube ich, schon ein Jahr drin. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ist ein cooler Ladebildschirm, aber da gibt es einen besseren vom Straße zum Sommer-Event. Der sieht hier einmal so aus. Ist auch wirklich ein sehr, sehr cooler Ladebildschirm. Fühle ich auf jeden Fall mit dem Bus hier vorne dran. Beziehungsweise diesem Musiktruck, den man verteidigen musste die ganze Strecke lang. Also hier kamen immer so Hüllen beim Straße zum Sommer-Event. Das könnt ihr übrigens bald wieder spielen im Sommer. Dann kam ich hier immer so Hüllen lang. Man musste diesen Truck verteidigen. Und dann hier vorne musste man so eine Verteidigung errichten und den nochmal, ich glaube, 5 Minuten lang verteidigen oder so. Und da hat man dieses Ladebildschirm auch bekommen bei dieser Auftragsreihe. Und dann gibt es noch einmal den Sturmkönig-Ladebildschirm. Der ist auch wirklich sehr nice mit den lila Effekten. Fühle ich auf jeden Fall hier einmal den Sturmkönig. Hier so eine kleine Hülle. Hier so ein lila Blitz, der übelst heftig aussieht. Also richtig nice. Und hier nochmal so ein Entdecker, der hier vorne dran steht. Ist auch nice. Dafür müsst ihr, glaube ich, den Sturmkönig einmal besiegen. Oder vielleicht sogar nur die Voraufgaben erledigen. Aber ich glaube, ihr müsst einmal den Sturmkönig besiegen. Dann bekommt ihr dieses Ladebildschirm. Das war es erstmal mit den ganzen Ladebildschirmen. Vielleicht habe ich einen nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls mir ein Ladebildschirm fehlt. Jetzt kommen wir zu den Musikstücken. Deswegen mache ich kurz die Musik ein bisschen lauter. Dann könnt ihr euch das Ganze einmal anhören. Und zwar haben wir einmal diese Musik von dem Frostnet-Event. Wirklich einer meiner Lieblingsmusikstücke in ganz Fortnite. Dann gibt es noch zum Beispiel die Gruftenmusik und die normale Rette die Weltmusik, die es früher immer gab. Jetzt gibt es ja die Funktion in Fortnite, dass man die Musik deaktiviert und dann hört man gar keine Musik und dann kann man wieder diese OG Rette die Weltmusik hören mit dieser neuen Festplatte, die dazugekommen ist. Und dann gibt es noch eine Musik, die heißt Steh auf zum Kampf, die ist auch relativ nice, aber ich glaube, Musik interessiert jetzt nicht wirklich viele. Ich glaube, die meisten benutzen gar keine Musik in Fortnite. Und zu den Spitzhacken habe ich vergessen, noch was zu sagen. Und zwar bekommt ihr die kostenlosen Spitzhacken, wenn ihr bei der Zentrale unter Upgrades reingeht und dann müsst ihr einmal auf L2 bzw. auf R2 drücken, auf Controller, auf Maus wahrscheinlich rechtsklick und dann seid ihr bei Werkzeuge drauf und dann steht hier Spitzhacke aufrüsten. Das Ganze müsst ihr machen, wenn ihr das komplett aufgerüstet habt, dann bekommt ihr die 6. Spitzhacke, beziehungsweise ich glaube die 4. war das jetzt. Also dann bekommt ihr wirklich auch alle Spitzhacken bis zu der letzten, bis zu dieser Presslufthacke bekommt ihr dann alle. Das heißt, ihr müsst das Ganze upgraden. Das geht auch wirklich nicht immer, also man muss auch wirklich leveln, um das Ganze freizuschalten. Ab einem gewissen Level kann man das dann machen, beziehungsweise manchmal muss man eine Sturmschildverteidigung abschließen, um das weiterhin zu leveln. Deswegen müsst ihr da mal vorbeigucken auf jeden Fall und das Ganze auch leveln. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Atrix.